Hallihallo, hier ist Cyrilnana mit einem neuen Video und heute dreht sich alles um die Augen und um die Brille und um die Kontaktlinsen und zwar um Vor- und Nachteile. Also, als man kleiner war, hat es einen nicht gestört, wenn man eine Brille hatte. Es war einfach so und ich hatte auch nie das Problem, dass es irgendwie beim Toben oder so gestört hatte. Außer eines schicksalhaften Tages, als ich. Und dann kam diese Brille. Ungefähr vor 5 Jahren. So, in meinen ersten anderen Videos habe ich Kontaktlinsen getragen, weil meine Brille sich einfach spiegelt. Das sieht man wunderbar. Jetzt könnt ihr quasi rausgucken und meinen Ausblick genießen. Und das nervt einfach beim Aufnehmen. Ich fange jetzt mit Vor- und Nachteilen an. Und zwar erstens die Kosten. Die stehen natürlich an erster Stelle. Mit einer Brille kommt man unglaublich günstig auf einen langen Zeitraum. Wenn man alle 2 oder 3 Jahre eine Brille braucht, sind das ungefähr, ja, was gibt man für eine Brille aus? 100 Euro, 150 Euro. Ich bin mal von 150 Euro ausgegangen. Und man braucht alle 2 Jahre eine neue Brille, dann sind das 75 Euro pro Jahr. Kontaktlinsen sind da schon sehr viel teurer. Also pro Monat gibt man ungefähr, wenn man wirklich jeden Tag Kontaktlinsen trägt, 20 Euro im Monat aus, sind auf ein Jahr gerechnet 240 Euro. Und zwar, man braucht. Kleinbehälter, der kostet nur 1-2 Euro, aber die Linsen pro Auge gibt man, wenn man es zum Beispiel in der Drogerie einfach kauft, gibt man pro Linse 6 Euro aus, sind schon 12 Euro. Und dann braucht man natürlich die Lösung dafür. Und die Lösung kostet nochmal, ich glaube, um 10 Euro oder auch 12, naja, runtergerechnet, wirklich schon runtergerechnet mit 20 Euro sind das dann 240 Euro mehr, gegenübergestellt 75 Euro mehr eine Brille. Ich habe mir zum Beispiel gleich ein Vorrat für ein halbes Jahr gekauft im Internet von Lenscare. Die sind einfach super günstig und ich komme super klar mit denen. Die Qualität stimmt einfach. Und komme damit zum Beispiel auch günstiger als in der Drogerie. Aber man kann sich auch noch eine günstigere Brille kaufen für 40 Euro im Internet. Man muss natürlich, wenn man eine Sehschwäche hat, sich die Augen immer wieder prüfen lassen. Alle 1 oder 2 Jahre. Das gilt für Kontaktlinsen so wie für eine Brille. Die Kosten nehmen sich da nicht wirklich viel. Das sind beim Arzt, glaube ich, 17 Euro und beim Optiker, glaube ich, ja, auch so. Dann bekommt man eben eine neue Stärke und muss sie neu kaufen. Dann gibt es natürlich auch das Lasern. Das kostet in Deutschland um die 4000 Euro insgesamt. Also 2000 pro Auge. Und auf diese 60 Jahre dann gerechnet sind das 70 Euro pro Jahr. Also etwa wie eine Brille. Wenn man das früh genug macht, wirklich mit 20 Jahren, denke ich, rentiert sich das wirklich. So, das waren die Kostengründe. Dann geht es weiter einfach mit dem Alltag. Also eine Brille, man hat Situationen, da stört sie einfach. Sie stört beim Schminken, sie stört beim Sachen anziehen teilweise. Sie stört im Sommer beim Baden. Sie stört, oh, wenn man auf irgendwelchen Konzerten ist, wo wirklich geschubst wird und gerangelt wird. Da kann man sie einfach verlieren. Was hatte ich noch? Oh ja, bei Sonnenbrillen aufprobieren. Ja, man bräuchte eine extra Sonnenbrille. Das ist natürlich bei Kontaktlinsen nicht so und beim Augenlasern natürlich auch nicht. Man kann im Sommer einfach baden gehen, tauchen gehen, man kann auf Konzerte ohne die. Bei Kontaktlinsen ist es natürlich ein bisschen nervig, dass man sie immer morgens und abends wieder rausmachen muss. Ja, das sind immer so ein paar Minuten, die einem dann fehlen, die man bei der Brille nicht hat. Die setzt man auf und gut ist. Das Ding beim Augenlasern ist auch, man muss dann sehr auf die Pflege achten, die Wochen danach. Also man sollte das besser, ich würde sagen, im Herbst machen lassen, weil man einfach diese direkte Sonneneinstrahlung oder grelles Licht oder überhaupt helles Licht
einfach nicht an die Augen lassen darf, weil die so empfindlich sind. Man muss meistens dann mit Sonnenbrille rumlaufen. Man muss dann mehrmals am Tag sich Augentropfen in die Augen machen, damit das alles abheilt, damit sich das alles erholt. Und das, glaube ich, wirklich über 2, 3 oder 4 Wochen lang. Damit muss man natürlich umgehen können. Auch das wirklich ernst zu nehmen. Sonst, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was dann sonst alles passieren kann. Das Gute an einer Brille ist, erstens, man kann sie natürlich als Accessoire tragen. Eine Brille gibt es auch schon mit Fensterglas und es tragen viele Leute, die überhaupt keine Sehschwäche haben, eine Brille. Man kann sich zum Beispiel im Internet günstig Brillen kaufen und dann auch 2 oder 3 oder 4 und zu seinem Outfit quasi variieren und es als Accessoire tragen. Und was ich auch an meiner Brille wirklich liebe, wenn ich ungeschminkt bin, trage ich unheimlich gerne eine Brille. Weil meine Augen, ich nehme meine Brille jetzt mal ab. Meine Augen sind jetzt ungeschminkt. Und das sieht man einfach mit einer Brille auch viel weniger. Und ohne Brille sehe ich dann immer aus wie ein Nacktmull. Also selbst ich sehe jetzt schnell wieder auf. Vor allem, weil ich jetzt mich auch überhaupt nicht auf dem Display erkennen kann. Und selbst die Kamera verschwommen ist. Okay. So. Aber da kommen wir auch gleich wieder zu einem Nachteil der Brille. Sie verändert das Make-up unglaublich, vor allem das Augen-Make-up. Also wenn man eine Brille trägt, muss man sich wirklich, also richtig viel auf die Augen klatschen, damit das überhaupt zur Geltung kommt. Man nimmt die Brille ab und schminkt sich und denkt sich so, boah, ja krass, smoky eyes, lange Wimpern, setzt die Brille auf und man sieht fast gar nichts mehr von dem Make-up. Also man muss bei einer Brille wirklich beim Augen-Make-up übertreiben. Also ihr könnt ruhig mal zum Augenarzt gehen und euch überprüfen lassen, ob was für eine Stärke ihr braucht. Das ist übrigens auch eine unterschiedliche Stärke von Kontaktlinsen und Brille. Die Kontaktlinse meistens immer stärker als die Brillenstärke. Und euch einfach mal Kontaktlinsen testen, ob das wirklich für dich was ist. Für mich, ich habe mich da gut mit eingespielt, aber einige können zum Beispiel auch gar nicht ab. Ja, also allgemein würde ich sagen, Brille ist günstiger, nervt aber auch mehr im Alltag. Kontaktlinsen sind ein bisschen teurer auf die Dauer. Man kann aber einfach mehr machen. Man fühlt sich freier, man fühlt sich nicht irgendwie hier so gehindert quasi. Und Augenlasern ist natürlich, es ist viel Geld auf einmal, rentiert sich aber auf die Dauer. Und das Augenlasern hat ein Risiko. Aber mir bekannt ist mein Bekanntenkreis zum Beispiel nichts, was irgendwie schlimm ist. Man muss nur auf die Pflege danach achten. Ja, das noch zum Abschluss. Also ich bin, wenn ich mal faul bin, wirklich froh, dass ich eine Brille habe, für bestimmte Events einfach Kontaktlinsen reinmachen kann. Bis jetzt trage ich zum Beispiel in letzter Zeit auch immer Kontaktlinsen, weil es mich einfach, ja, nicht so stört wie eine Brille. Und ich bin wirklich am Überlegen, mir die Augen lasern zu lassen. Okay, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und ich konnte euch ein bisschen helfen damit. Ich freue mich sehr, sehr, wenn du einen Daumen hoch lässt, um mich und meinen Kanal zu unterstützen. Und natürlich freue ich mich noch mehr über einen neuen Abonnenten, über dich als Abonnenten. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.